Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Kraft-Heinz-Aktie. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. Legt mal los mit dem Check und zwar mit dem ersten Kriterium. Hat die Aktie eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden Euro und kommt aus den USA oder Europa? Kraft-Heinz kommt aus den USA und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 29 Milliarden Euro. Und es gibt damit einen Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, die bestenfalls immer weiter angestiegen sind? Und hier muss ich erstmal sagen, dass Kraft-Heinz in seiner heutigen Form erst seit ein paar Jahren existiert, weil es damals eine Fusion gegeben hat zwischen Kraft Foods und der Heinz Company. Und deswegen kann man also für die Aktie, wie sie heute existiert, keine 10 Jahresdaten, also keine Daten für die zurückliegenden 10 Jahre einsehen. Aber wir können uns die Dividendenentwicklung seit der Fusion anschauen und die war zwischen 2013 und 2019, hat sie sich entwickelt, und zwar von 2,05 Dollar ist sie gesunken auf 1,60 Dollar die Aktie und hier gab es eine Dividendenkürzung und dafür gebe ich 0 Punkte. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal im Aktienfinder an. Im Aktienfinder-Tool auf aktienfinder.net und hier sehen wir die Entwicklung der Dividende seit der Fusion. Müsste es sein. Und zwar ist sie anfangs noch angestiegen, aber letztes Jahr gab es eine ziemlich deutliche Kürzung und zwar von 2,50 Dollar auf 1,60 Dollar. Und deshalb 0 Punkte. Dann zum dritten Kriterium. Ups, bin ich ein bisschen zu weit. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit Beginn des letzten großen Börsencrashs? Und da die Kraft-Heinz-Aktie, wie gesagt, seit der Fusion erst in der jetzigen Form existiert, kann man auch nicht mehr nachprüfen, wie die Aktie sich, also die Heinz-Aktie zumindest oder Kraft Foods, wie die sich entwickelt haben in der Finanzkrise. Aber die Aktie hatte den größten Einbruch, also seit der Fusion, zwischen Februar 2017 und August 2019 und hier hat die Aktie ca. 74% an Wert verloren. Und deshalb wegen diesem starken Einbruch gebe ich einen Minuspunkt. Und das können wir uns auch hier nochmal von Vista.de anschauen. Also hier die Kursentwicklung ungefähr seit der Fusion. Und hier der starke Einbruch, der hier losging im Februar 2017 und da ging es immer weiter bergab und das vorläufige Tief war Mitte August 2019. Und wegen dieser Entwicklung, wie gesagt, einen Minuspunkt. Dann zum vierten Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie seit der Fusion ca. 65% Minus gemacht. Und da, wie gesagt, keine 10-Jahres-Entwicklung möglich ist, gebe ich hier aber 0 Punkte und keinen Minuspunkt bei diesem Kriterium. Dann zum fünften Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr?
Hier soll der Gewinn laut den aktuellen Schätzungen zumindest leicht steigen, und zwar von 2,08 Euro auf 2,11 Euro. Das kann sich natürlich noch ändern in nächster Zeit, aber so sind die aktuellen Prognosen zumindest. Und weil der Gewinn steigen soll, gibt es momentan hier einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium: Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Aktuell hat Kraft Heinz ein KGV von ca. 12 für das aktuelle Jahr. Anhand der aktuellen Schätzung zumindest. Und liegt damit, wie gesagt, unter 30. Und es gibt damit auch einen Punkt. Und dann können wir auch wieder zum Gesamtergebnis kommen. Und hier holt die Aktie 2 Punkte von 6 möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheckampel hat die Aktie damit die zweitschlechteste Stufe erreicht. Dann schauen wir uns auch nochmal an, wie die Aktie aktuell in meiner Rangliste abschneidet. Und zwar sehen wir hier alle Aktien, die ich bisher gecheckt habe auf YouTube in meinem 6-Punkte-Check und die erreichten Punkte. Und hier hat die Aktie aktuell den 29. Platz inne. Den teilt sie sich aktuell mit Tesla, Amazon, Continental und ProSiebenSat.1. Und zwar von insgesamt 44 Aktien. Also ist die Aktie, die Kraft Heinz Aktie momentan so im unteren Drittel dabei. Okay, das war es dann wieder fast, aber noch zum Abschluss noch ein Hinweis. Und zwar, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.